Lang lebe Bisu Zimt, willkommen zurück und lang leben die Abonnenten natürlich in jedem Fall, denn ohne euch wäre dieser Kanal ja nichts. Das muss man immer wieder betonen, weil es nun mal so ist. Und unsere Leute hier werden jetzt auch erstmal so ein bisschen was mit dazu bekommen. Das bedeutet, wir bauen denen jetzt erstmal weitere Häuser mit dazu, sodass wir dann auch die Möglichkeit mit der Kapelle nutzen können. Natürlich auch eine Feuerwehr mit hinstellen, das wird auch noch nötig sein. Denn wir wollen ja nicht, dass sie abfackeln, nicht? Und die Straße wird hintenrum auch nochmal zugezogen. So haben sie dann wenigstens die Möglichkeit, überall hinzugehen. Außerdem brauchen wir jetzt noch wesentlich mehr Steine, wesentlich mehr Baumaterialien. Das bedeutet, du fährst bitte einmal hoch und holst die Steine von hier oben von Shamford. Da haben wir schon wieder jemanden, der etwas von uns möchte. Hallöchen, ein Geschenk? Was kriege ich denn Schönes? Ich wüsste Ihre Hilfe sehr zu schätzen. Ist es erledigt? Ich weiß nicht, was willst du? Achso, 20 Tonnen Kanonen. Boah, ist aber viel. Kriege ich wenigstens was Ordentliches dafür? Bitte? Sie enttäuschen mich nie. Oh ja! Produktivität plus 50% für alle Rumbrennereien, Säckkellereien etc. pp. Das ist richtig nice. Zeig mal. Plus 7 Attraktivität. Besondere Gäste gibt es dann auch. Einzigartige Spezialisten könnten ihre Stadt besuchen, wenn wir sie mit ausgerüstet haben. Legendär. Madame Elise. Die Nase. Bouquet. Auch wirklich interessant. Wirklich geil. Fortschrittliche Rumbrennerei. Was ist denn eine fortschrittliche Rumbrennerei? Kann man die etwa noch aufstufen? Da ist das Arbeitspensum. Statistiken? Nee. Es muss wahrscheinlich noch irgendwelche Möglichkeiten geben, die Rumbrennerei noch zu verbessern. Das ist mal interessant. Da bin ich sehr gespannt, vor allem auch, was uns noch alles unterkommt. Und ich habe teilweise das Gefühl, dass sich doch das ein oder andere ziemlich verändert hat. Ach nee, das war Kaffee. Warte mal, Rumbrennerei, wo ist die denn? Da. Hola. Aber auch bei dir kann ich nichts aufstufen. Habe ich denn weitere Baumöglichkeiten, dass ich jetzt wirklich eine fortschrittliche Rumbrennerei bauen darf? Eigentlich ja nicht. Nee, ist nur die normale Rumbrennerei. Bei den Obreros ist nichts mit bei. Vielleicht wird sich das nochmal irgendwann ergeben. Oh, da bin ich gespannt. Vielleicht ja auch, wenn die irgendwann Strom bekommen, aber es sieht nicht so aus, als wenn die Strom brauchen. Das wird gar nicht erst angeboten. Mal sehen. So, zurück zu dieser Insel. Nein, Quatsch, zurück hierher. Denn du solltest jetzt erst einmal Steine holen. Oh, hier ist auch noch. Marco della Mocha, Sommelier des Cafés. Den müssen wir auch noch irgendwo unterbringen. Und wir haben den Schwarzbären. Den Schwarzbären, der fehlt uns tatsächlich noch. Wir haben schon den Braunbären, aber der Schwarzbär ist noch nicht bei uns im Zoo vertreten. Das wird auf jeden Fall bald der Fall sein. Jo, nimm mal gleich alle 150 Steine mit. Hier werden ja sowieso neue produziert. Die werden dann auch gleich wieder reingebracht. Mach mal zu hier. Und dann fahren wir dir rüber. Währenddessen können wir uns wieder ein bisschen um Enbesa kümmern. Denn in Enbesa haben wir auch noch sehr viel zu tun. Jetzt auch gerade mit dem ganzen Indigo, das wir produzieren. Und du hast auch noch Fahrräder, Hochräder. Die lieferst du jetzt hier einfach mal ab. Was? Wo? Willy wird nicht belagert. Aber hier war jemand. Ach, guck mal, da. Pöbi, du hast keine Chance. Du bist raus. Du bist richtig raus. Du kannst machen, was du willst. Mit einer Fregatte wirst du nichts mehr erreichen. Wenn, dann müsstest du irgendwelche Charterschiffe holen und die sind, glaube ich, nur für Handelsrouten gedacht. Das heißt, zum Angreifen kannst du mal nicht eben 20 Schiffe chartern. Das geht nicht. Dann würde ich das auch machen. Dann wäre das kein Problem. Ja, sehr nice. Gut, das ein oder andere haben wir. Vielleicht sollten wir uns freuen, dass wir die Schreinerei bekommen haben, beziehungsweise die Schreinerin, aber eher um die Aufgabe von dem guten Kitema kümmern, nämlich mit 5 Wandteppichen 5 Tonnen Trockenfleisch. Das könnten wir tun. Das bedeutet, du nimmst einfach mal das hier mit und das Trockenfleisch, das müssten wir normalerweise auch haben, sieht auch gut aus noch. Und dann fährst du mal hoch zu Kitema. Da bin ich gespannt, wie die Aufgabe weitergeht. Das ein oder andere hatten wir schon erledigt und eigentlich sollen wir auch noch an Archibalds Enbesanischen Hafen den Bauplan für die Wasserpumpe liefern. Das können wir auch gleich machen. Wir hatten ja irgendwo schon das kleine Schiff, das den Bauplan dabei hat. Du bist es nicht. Du hast ihn auch nicht. Wer hat denn von euch eigentlich den Bauplan? Weiß das irgendjemand? Hast du den Bauplan? Du hast ihn. Ah, dann fährst du mal runter.
Da freut sich der Sir Archibald Blake. Und so langsam kommen wir mit den Aufgaben wunderbar hinterher. Wir kriegen ja auch das ein oder andere mit dazu, sodass wir noch mehr Investoren bekommen können. Und wir werden uns natürlich auch darum kümmern, noch mehr davon zu integrieren. Das ist sowieso mein Anliegen. Ja. Mein Sohn hat mich gewarnt, dass sie gerne Tauschhandel treiben. Also ich nehme gerne das Schiff und das war jetzt auch kein Tauschhandel. Was will er? Nee, ich habe keine Waren dabei. Hat er sich gerade gefreut, dass ich ihm irgendwas bringe? Es tut mir leid, da musst du durch. So, zurück in die neue Welt. Wir machen die Aufgaben nebenbei und werden hier natürlich das ein oder andere mit hinbauen. Das Schiff ist mittlerweile da. Sehr gut, dann liefer doch mal alles ab, was wir hier gebrauchen können, nämlich alle Steine. Sehr schön, dann ist das schon mal fertig. Außerdem können wir hier Zuckerrohr fertig machen. Das heißt, auch hier können wir den Rum produzieren und dann an alle anderen Inseln liefern, was wir eigentlich in diesem Kreis hier schon machen wollten. Werden wir aber auch erst später erledigen können, wenn wir hier die Kanonen haben, damit dann die Handelswege auch relativ frei sind und nicht irgendwelche Piraten kommen und uns die ganze Zeit kaputt schießen wollen. Außerdem bin ich am Überlegen... Mein zuverlässiger Berater kehrt zurück. Ja, bin ich am Überlegen, ein Linienschiff in diese Handelsroute zu integrieren, weil sich das wenigstens verteidigen kann und drei Plätze übrig hat, um die ganzen Waren hin und her zu transportieren. Eine Krankheit ist ausgebrochen. Hier. Aber hier hatten wir ein Krankenhaus, oder? Es kommt wieder nicht so weit. Ach Mensch, was macht ihr denn andauernd mit mir? Ich bin immer froh, dass ich das ein oder andere erbaut habe. Jetzt gucke ich mal, ob wir überhaupt irgendwelche Krankenhäuser hier bauen können ohne Baumaterial, obwohl wir haben ja noch ein bisschen was, das geht. Handwerker. Und dann gucken wir gleich rüber, was der gute Kitema jetzt von uns möchte. So, bitteschön, viel Spaß. Ich gehe nach Envesa. Hast du noch was Neues für mich oder bist du jetzt zufrieden und das war's? Das war's, er hat das genommen. Segeln Sie hierhin, um über... Angerebs Friedensangebot zu verhandeln. Kitemas Clipper nach Angereb. Hier sind schon verschiedene Aufgaben. Ich weiß gar nicht, was die zu bedeuten haben. Segeln Sie zu Kitemas Insel. Chroniken eines geschichtsträchtigen Landes. Hierher. Okay, haben wir getan. Segeln Sie hierhin, um über Angerebs Friedensangebot zu verhandeln. Wahrscheinlich der hier. Und dann müssen wir runter. Das andere Schiff ist noch unterwegs. Das lässt sich Zeit. Ist ja auch gemütlich im Moment. Und was hast du schon wieder? Die Hohepriesterin. Segeln Sie hierhin. Konter von Kidusi Anitoni. Erwarten neue Horizonte. Ja, ich auch. Ich erwarte auch so einiges. Aber ich krieg nie was. Das ist mein Problem. So, und der ist gleich da. Mal hoffen, dass da kein Krieg ausbricht zwischen der Königin, die ja nicht existiert, denn die Aufgabe haben wir noch nicht angenommen. Und Kitema. Ach, guck mal, große weiße Flagge haben wir bekommen. Und damit sollen wir jetzt runtersegeln. Aber zuvor segeln wir nochmal zu Kidusi Anitoni. Mal sehen, was sie noch zu sagen hat. Nö, hatte ich nicht vor, deswegen machen wir das ja anders. Ich wollte mir das gerade mal durchlesen. Kitema möchte, dass sie... Und das ist wirklich schon alles? Puh, das ist ja leichter als gesalzene Chips zu rösten. Natürlich. Du willst garantiert noch mehr. Gut, ich folge Ihnen. Ein bekanntes Gesicht sollte den König milde stimmen. Ja. Kitema möchte, dass sie Kidusi Anitoni... Oh ja, ist ja gut, komm mit. Sie wurden also damit beauftragt, unser großes Epos zu verfassen. Ein Fremder? Nun, jedes Schiff ist hilfreich in stürmischer See. Sie hegen die besten Absichten, da bin ich sicher. Aber ich habe dieses überaus komplexe Thema bereits viele Jahre lang am Arvold College studiert. Es ist alles andere als eine einfache Aufgabe. Schoner steht bereit. Das College war erstklassig. Schließlich ist es Arvard. Aber die Bewohner von Vespuccia haben sich stets an meinem Teint gestoßen, wenn sie verstehen, was ich meine. Also bin ich fort. Ein herber Verlust für sie. Jede gute Forschungsarbeit nimmt ihren Anfang in einer Bibliothek. Am besten einer prunkvollen. Die Priester werden ihnen Zugang gewähren. Hoffe ich zumindest.
Der Zutritt zur Bibliothek ist nur Dienern des Herrn gestattet. Hier werden heilige Schriften aufbewahrt, die vor unerwünschten Einflüssen beschützt werden müssen. Da Sie an der Chronik arbeiten, dürfen Sie eintreten, wenn Sie dieses Rätsel lösen können. Auf ruhigen Seen lieg ich und werde nie versinken. Doch tauch ich ein ins warme Nass, kann man mich sinnlich trinken. Ihr Hafen wird angegriffen. Was? Wo? Ach hier, ja. Die paar Piraten. Ja, das ist ein Rätsel, das ist sehr interessant. Auf ruhiger See liege ich, beziehungsweise taucht man mich ins Wasser ein, dann kann man mich trinken. Da ist natürlich die Frage, was damit gemeint ist. Ich hätte jetzt beinahe gesagt, die Sonne. Aber die kann man ja nicht wirklich eintauchen. Also, dass das Licht im Prinzip in die Sonne reingeht. Und es spiegelt sich ja auf dem Wasser wieder, deswegen auf ruhiger See liege ich. Aber das scheint es nicht zu sein. Jetzt ist natürlich die Frage, was damit sonst noch gemeint sein könnte. Entweder irgendwas von hier oder aber vielleicht auch irgendwelche Waren. Aber was liegt denn auf ruhiger See außer Schiffen? Die können auch liegen, fahren aber hauptsächlich drüber. Liegen auf ruhiger See. Die Luft. Aber Luft trinken, nur weil man sie eintaucht? Ja, theoretisch schon. Sauerstoff kommt auch in der besten Luft vor, beziehungsweise im besten Wasser. Also das wäre noch eine Möglichkeit. Ist jetzt natürlich sehr umfangreich, muss ich mal ganz ehrlich sagen. Wir klicken mal ein paar Dinge an. Hier herrscht Stille, abgesehen von dem unsichtbaren, fernen Echo der Gischt, die gegen die Klippe brandet. Ein außergewöhnlich schönes Gebäude, das muss der alte Tempel von Gedusi Anitoni sein. Eine Inschrift verkündet, Yet Barok der Erste und so weiter und so fort. So, und ich glaube, dir sollte ich eigentlich folgen, ne? Ich hoffe es. Aber du bist ein Klipper, du kannst sowieso nicht kämpfen. Du fährst mal wieder schön nach Hause, ich habe Angst, dass du irgendwie abgeschossen wirst von der guten Baron. Und Quaglotte ist wieder geheilt, perfekt, alles ist wieder gut. Sir Archibald Blake kommt gleich an. Ich kann mich nicht ewig verstecken. Im Krieg mit Enharlow. Konkurrenten sind eine Allianz eingegangen. Eine Allianz zwischen Enharlow und Prinzessin Xing? Bin ich hier irgendwie auf dem verkehrten Spiel oder was ist hier los? Na, das kann ich ja jetzt gar nicht verstehen. Okay, sollen sie machen? Meinetwegen. Zamanfus Baldu hat versucht. Nein, will ich nicht machen, danke. Übrigens wurde mir jetzt gerade gesagt, oder auch in den Kommentaren nochmal erwähnt, wenn ich jetzt nicht unbedingt die Aufgaben annehmen möchte, beziehungsweise annehmen möchte, dass wir uns auch im Krieg mit irgendjemandem befinden, mit dem sich Willy im Krieg befindet, dann ist es nicht schlimm, auf das Kreuz zu klicken. Offensichtlich bekommt man dadurch keinen Malus auf die politische Lage. Und das ist sehr interessant, das ist sehr gut. Es freut mich, Ihre Bekanntschaft zu machen. Ja, ich freue mich auch. Was willst du? Sir Archibald reicht vollkommen. Ihr Kaiser erwartet mich bereits. Mein Name ist Biniam, Sir Blake. Gesandter seiner kaiserlichen Majestät. Beauftragt, ihn in dieser heiklen Angelegenheit zu beraten. Auf einer ihrer Routen gibt es ein kleines Problem. Nun, ja, das ist häufiger der Fall. Anhören, was Sir Blake nach Enbesa führt. Kommen Sie. Ihre Anwesenheit wird eine Bereicherung sein. Aber die reden doch gar nicht. Schließen Sie die Expedition auf den Spuren Ihrer Majestät ab. Ich glaube nicht, dass das nächste ist. Finden Sie einen Weg, die Bibliothek zu betreten? Nähern Sie sich dem Kontor von Angereb mit Ihrer weißen Friedensflagge? Reden Sie mit Ketema über Vahadesha? Finden Sie auf Kedusi Anitoni etwas, das nichtssagend ist, wenn es schwimmt, jedoch köstlich, wenn es versunken ist? Ja, aber was ist denn nichtssagend? Also ich soll das hier auf der Insel finden. Nichtssagend, wenn es schwimmt und köstlich, wenn es versunken ist?
Und das sollen wir bei ihr finden? Hast du eine Idee? Die Chronik könnte bedeutende Fortschritte machen, wenn sie nur Zutritt zur Bibliothek erhielten. Ach, das ist der Typ. Okay, nee, mit dem wollte ich jetzt nicht reden. Ich wollte mal gucken, was sonst noch ist. Wenn ich diese Monumente ansehe, kann ich die Wege spüren, die unsere Gründer für uns geebnet haben. Noch heute gehen wir diese Wege. Das ist schön. Das freut mich sehr. Aber es hilft mir jetzt nicht wirklich weiter. Westflügel der Bibliothek? Was könnte denn köstlich sein, wenn das untergeht? Alle stehen bereit. Ah, okay, geht wieder weiter. Ja, na dann los. Zur Bibliothek ist nur Dienern des Herrn gestattet. Hier sei ruhig. Wasser im Rumpf. Könnte ich mich mal bitte um eine Sache kümmern? Alles bereit. Ja, da wird ein bisschen rumballern, aber dann war's das auch. Du fährst mal hier in den Hafen rein und dann ist gut. Dann kann ich mich wenigstens um die Expedition weiter kümmern. So, Wasser im Rumpf. Das überladene Schiff kann die große Lieferung in seinem Bauch nicht mehr tragen. Eine Reihe kräftiger Wellen schleudert die Kisten im Rumpf umher und bringt ihn bald zum Bersten. Dort, wo die Ladung die Schiffswand getroffen hat, bilden sich Risse, durch die nach und nach immer mehr Wasser in den Laderaum eindringt. Wir könnten das geschickt nutzen. Mit dieser Wasserpumpe schaffen wir es auf jeden Fall, eine Wasserpumpe improvisieren, um sofort Reparaturen ausführen zu können. Auf das handwerkliche Geschick der Mannschaft kann man sich verlassen. Mithilfe von Sprechrohren als Pumpengehäuse und Metallplatten als Ruder gelingt es den Seeleuten, so etwas wie eine Wasserpumpe zusammenzubauen. Es sind ein gutes Dutzend Männer nötig, um sie zum Laufen zu bringen, doch sie können sich genug Zeit verschaffen, um den Schaden ordnungsgemäß zu reparieren. Sehr schön. Und damit segeln wir wieder weiter. Alles ist gut. Auch hier ist überhaupt kein Problem mehr. Mein Problem ist eher, dass es so viele Schiffe gibt, die hier von den Piraten schon wieder oben rum dallern. Vielleicht muss ich da wirklich mal irgendwann den Guten angreifen, auch wenn es mir leid tut für ihn. Enbesa, zurück. So, was könnte denn jetzt untergehen, verdammt noch eins, und dann schmecken? Es geht doch nicht. Also Vögel schmecken nicht unbedingt besser, wenn sie im Wasser landen. Gibt es irgendwas, was sich im Wasser auflöst? Tee natürlich, ja. Menschen lassen sie hochleben. Aber ich weiß nicht, hat sie hier ein Teehaus oder sowas? Lassen wir den Rauch sich für einen Augenblick verziehen. Nein. Nach welchen Regeln spielen wir hier? Nach meinen. Tisch von Layla, der Kunstfertigen. Laylas Tisch, an dem sie die zeitlosen Steintafeln von Kidusi beschriftet. Es muss ja hier irgendwo sein und es muss anklickbar sein. Kleines Grabmal, gut erhaltenes Grabmal. Ich glaube auch nicht, dass Leichen unbedingt besser schmecken, wenn sie im Wasser sind. Oh. Altes Grabmal. Friedhofspforten eingemeißelt in den Stein steht geschrieben Totenstadt. Haus der Jahrmillionen von Tillahun, Leibwächter des Königs, der letzte Sohn von Selam irgendwie. Währenddessen kannst du, nee, du nicht, musst in das andere Schiff mit der weißen Flagge. Du bist noch unterwegs? Ach da, nee. Verdammt. Wo sind denn die Schiffe alle hin? Wir haben einfach viel zu viele Schiffe, kann das sein? Du bist hierher gesegelt, genau, du bist den anderen gefolgt, so war das. Und du fährst jetzt schon mal runter, hier nach Angerep. Wo denn nun schon wieder? Ja, aber wir wehren uns doch hervorragend. Wir haben doch drei Kanonentürme, beziehungsweise zwei Kanonentürme und einen Kontor. Die können doch die Monitor wunderbar zerlegen, oder? Na, das sieht doch gut aus. Das schaffen wir. Und ich habe heute auch nochmal mit jemandem geschrieben, der gesagt hat, oh, du machst das alles so locker, so ruhig und ich werde schon nervös, weil das alles viel zu schnell geht und viel zu viel ist. Ich finde, so locker mache ich das mittlerweile gar nicht mehr. Ich bin oftmals völlig und restlos überfordert und weiß gar nicht, was ich machen soll, was ich als erstes machen soll. So, und du fährst jetzt mal hoch. Du wirst dich dann um die Waren kümmern und die mal aus dem Wasser fischen. Vielleicht kriegen wir noch was Schönes, was wir dann unseren Leuten zur Verfügung stellen können. Und natürlich müssen wir uns auch um den Ausbau von Melahide Bay kümmern. Melahide Bay. Komischer Name. Aber ist okay. Kann ich mit umgehen. Ach, hier können wir auch Ziegel produzieren. Ja, dann wäre das ja gar nicht nötig gewesen, großartig irgendwelche herzubringen. Aber mein Gott, dann haben wir sie. Ist auch nicht schlimm. Könnte hier wieder gleich weitere fertig machen. Und dann haben wir überall genügend zum Bauen. Und können hier wahrscheinlich sogar noch schneller bauen, als es vorher der Fall war. Ja, perfekt. Dennoch, Enbesa, ich weiß immer noch nicht, was ich da anklicken sollte. Es ist doch zum Heulen.
Das Schiff ist mittlerweile unterwegs, wird sich dann darum kümmern, dass wir Angerep noch irgendwie mit einbinden können. Tempel von Kidusi Anitoni hat uns nichts gebracht. Warte mal, Reis. Reis wird köstlich. Das ist die Idee. Wo waren eben die Reissäcke? Obwohl, Hibiskus liegt auch oben auf. Habe ich nicht eben irgendwas mit Reis gelesen? Reissäcken oder so? Die Hibiskusblüte ist ein Symbol für das, wonach wir hier auf Kidusi Anitoni streben. Ah. Wissen nährt uns, auf dass wir vor den Augen des Herrn aufblühen können. Darf ich rein? Man muss lernen, mit dem inneren Auge zu sehen. Dem Auge der Seele. Sagen Sie mir, welches der Gebäude auf unserer Insel ist das größte? Der Tempel. Unser Tempel ist lediglich ein Überbleibsel der mächtigen Hallen von Elamais. Hohe Wände und kunstvolle Decken, jedoch mit kurzen Wurzeln. Ach so, das war die falsche Wahl. Ja, aber ich hätte jetzt gedacht, das Größte, weil der Berg damit anschließt, dass das das größte Gebäude ist. Man soll ja mit dem inneren Auge sehen. Was ist denn das hier? Derjenige, der den Bau dieser Gruft veranlasste, träumte von ewigem Ruhm. Doch die Grabstätte ist leer. Ja, vielleicht schickt also ein Lakaien? Umsichtig und voraussehbar. Nun gut, willkommen in Angerep, Fremder. Du willst unser Vertrauen? Dann verdiene es dir. Zeige uns, dass du in der Lage bist, unser Land und unser Volk zu verstehen. Klar. Dann die Bibliothek, weil das ist für mich das Größte. Es herrscht nun Frieden mit Angerep. Schön. Ja, unsere Bibliothek ist riesig. Doch sie ist nur der krönende Gipfel. Schauen Sie auf die Wurzeln, die sich darunter verbergen. Ja, dann ist es die Ruine. Wir mögen eine kleine Nation sein, aber hier gibt es Pracht und Schönheit in Hülle und Fülle. Ja, ich komme später zu euch. Ich bin bei Kidusi Anitoni. Vor langer Zeit war unsere Bibliothek ein Leuchtfeuer des Wissens in einer Welt voller Dunkelheit. Doch die heimtückischen Könige Kashtas haben sie niedergebrannt. Nun ist sie tief unter unserer Insel vergraben. Doch ihr Andenken lebt in all den Wissenden weiter. Darf ich jetzt rein? Ihr Verständnis beginnt zu erblühen. Bald ist die Zeit gekommen, dass ihnen der Zutritt gewährt wird. Schön. Okay. Was ist das nächste Rätsel? Was willst du als nächstes? Wir sollen zur Hohepriesterin zurückkehren und dann eine Entscheidung treffen. Das machen wir später. Erkunden Sie Angerep. Entdecken Sie die einzigartigen Keramikstände, bewundern Sie Ihre Wandteppichindustrie und bringen Sie etwas über Ihre militärischen Hauptquartiere in Erfahrung. Ja, na, dass wir das aber dem Ketema erzählen, wie die militärisch aufgebaut sind, ich glaube nicht, dass die das gut finden würden. Viele unbezahlte Rechnungen für Flachslieferungen sind ordentlich auf einer Theke gestapelt. Die Lagerräume für Stoffballen und so weiter. Willkommen! Kommen Sie rein! Indigo-blaue Töpfe? Nein, so etwas habe ich nicht. Aber ich habe mit Kupfer ausgekleidete Töpfe mit einem hübschen Grünstich. Ja, kommt bei Kupfer nicht selten vor. Und das ist wahrscheinlich das militärische Gebäude, die Waffenmeisterei. Die Verwaltung der jämmerlichen Flotte der Prinzen ist wohl kaum... Du hast die Verheißung gesehen. Die Schönheit unseres Landes. Lass jetzt hören, was dein Herr uns zu sagen hat. Ja. Das hat er zu sagen. Danke. Ja, ich habe keine Ahnung, was er zu sagen hat. Ich glaube, ich soll wieder eine Entscheidung treffen. Kann das sein? Ich mag keine Entscheidung treffen. Setzen Sie sich an den Verhandlungstisch, sobald Sie bereit sind. Ich muss jetzt hier drei Entscheidungen treffen. Ich glaube, finden Sie einen Weg. Ja, der ist doch doof. Ach Mann, ich will keine Entscheidungen treffen. Die Entscheidungen treffen wir im nächsten Part. Wir sehen uns gleich wieder und dann machen wir das. Ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht und vor allem auch, ob wir dann endlich Zugang zur Bibliothek und all dem anderen bekommen, was wir noch machen und haben möchten. Ne, Franzi Fox? Die Franzi Fox ist noch unterwegs und die beschützt jetzt hier gerade unsere Handelsrouten. Und ja, wir müssen auch hier noch dafür sorgen, dass der Schutz größer wird, indem wir weitere Kanonentürme mit aufbauen, insbesondere hier. Heißt, wir brauchen auch noch weitere Kanonen in dieser Welt, auch gerade auf dieser Insel in Balakuri.
Und hier wollen wir dann auch nochmal 2-3 Kanonen mit hinbauen, sowie einen weiteren Handelsposten, dass die bloß hier hin und her fahren müssen. Das wäre schön. Denn hier unten das Ganze zu haben, ist nicht so schön. Chamford hat an Attraktivität verloren, ist nicht weiter wild. Wir freuen uns auf den nächsten Part. Bis gleich. Was sind das für Hieroglyphen? Lasst ein Abo da? Oder klickt auf ein anderes Video. Ah, und ein Like nicht vergessen.